Willkommen zu Daxeris 3. Wir sind hier jetzt mit der Kraftfähigkeit unterwegs. Denn wir An haben. diese Kraft könnte ich mich gewöhnen. Denn wir haben Wollust hier besiegt. Glühende Überreste. Das heißt, wir haben hier ein Gratis-Level ab. Und ich denke, wir können hier jetzt entlang rollen. Okay, ich muss X gedrückt halten. So eine Kraft hatte ich mir nicht vorgestellt. In der Not ist er einfach fliegen. Raffinesse wird man dem Fürsten des Abgrunds nie vorwerfen können. Zeit, die nächste Sünde aufzuspüren. Bist du sicher? Ich frage bloß. Mir scheint, du verweichlichst langsam etwas. Zumindest hatte der Fürst des Abgrunds wohl diesen Eindruck von dir. Wenn du erleben willst, wie weich ich geworden bin, zweifle meine Entschlossenheit noch einmal an. Das ist ja cool. Ein wenig von Metroid abgeschaut. Aber trotzdem sehr cool. Nur ich kann mich jetzt hier nicht umsehen. Das heißt, ich muss hier auf Verdacht einfach mich fallen lassen. Das finde ich nicht so gut gelöst. Aber was soll's? Ich sage ja nur, etwas hat sich verändert. Ist nur natürlich, finde ich, nach allem, was du hier erlebt hast. Was meinst du? Ich sage ja nur, etwas hat sich verändert. Muss ich dich daran erinnern, dass das Gute nie absolut ist. Ebenso wenig gibt es das absolute Böse im Universum. Das sind menschliche Vorstellungen. Der feurige Rat weiß davon. Ach, du schwafelst vor dich hin. Was willst du sagen? Himmel und Hölle sind auch nichts Absolutes. Aus der richtigen Perspektive betrachtet, sind sie bloß zwei rivalisierende Mächte, die um die Herrschaft über diese traurige Lehmkugel ringen. Das ist der Lauf der Dinge. Doch wieso sind ihnen dieser Felsklotz und seine Bakterienscharen so wichtig, wenn es einen ganzen Kosmos zu erkunden und zu erobern gibt? Ich bleib bei den Gesprächen gerne stehen, damit ich mich dann nochmal umsehen kann, auch wenn hier jetzt gerade überhaupt nichts war. Reicht hier ein kleiner Druck auf? Anscheinend nicht. Bevor wir da weitergehen, zerstöre ich das auch noch. Halte R2 gedrückt, um Erlösung mit der Kraft aufzuladen. Okay. Gefällt mir. Ausgewogenheit. Indem sie mit diesem elenden beschäftigt hält, kann das Universum selbst rein bleiben. Das ist eine seltsame Methode, für Gleichgewicht zu sorgen.
Besonders für so mächtige Wesen. Darum sage ich, wenn du Zweifel hättest, würde ich das verstehen. Kleines Leuchtfuß. Das bringt doch etwas mehr, oder? 2000, okay. Puh, knapp. Das will ich natürlich vorher haben. Achso, das sind die Haufen. Das sind nicht die Gefäße. Okay, ja. Kam mir etwas zu früh dazu. Da ist unser großäugiger Freund. Versuch diesmal nicht zu schreien. Versuch du nicht zu sterben. Okay. Ich kann da rüber. Erledigt. Thank you.
Gehöre ich denn da schon überhaupt hin? Laut Kompass nicht. Gehen wir mal zurück. Verwandlung einen Ladescreen. Da wir hier jetzt eine Kraftfähigkeit haben und wir in eine Wasserwelt gehen, denke ich mal, dass wir mit dieser nicht schwimmen werden. Sondern ich denke, dass das wie bei Zelda diese Stiefel dann quasi sind. Und wir am Boden entlang gehen können. Ah, das ist der Anfang des Levels hier generell. Okay. Das ist schon zwei, drei Parts her, dass wir hier angekommen sind. Hier auch noch. Okay, dann haben wir hier auch alles erledigt. Gehen noch mal kurz zu Vulcrim, da der ja direkt hier ist. Oh, und ein großes Glückergefäß haben wir auch.
Womit kann dir dieser Blast dir zeigen? Okay, weiterhin nur Splitter, nichts Größeres. Wir werden uns den dazu nehmen. Wie du willst. Das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst, lass dir Zeit. Eine ausgezeichnete Wahl. Und dann kaufen wir uns noch Diamantsport-Splitter darum. Wie du willst, das, wie du... Und sei gegrüßt, bitte. Lass dir Zeit. Wir werden noch unsere Waffe jetzt weiter aufrüsten. Ich habe mir einfach um den Rest der Mannsportsplitter gekauft, falls welche überbleiben. Es kommt noch eine Waffe dazu. Also eine kommt auf jeden Fall noch dazu. Willkommen, Fury. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Eins meiner besten Stücke. Und wir haben trotzdem eine Splitter zu wenig. Naja. Fragment könnte ich aber, weil da brauche ich eh schon Stücke. Oho, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Die verwende ich eigentlich so gut wie gar nicht. Interessant. Pass gut auf dich. Dann gehen wir hier Stärke und Gesundheit. Der bekommt eine. So, das ist keine Verbesserung so gewesen, sondern das ist hier generell einfach. Okay. Auf. Danke. Sei gegrüßt. Bitte. Nochmal zurück. Und dann war es das wieder für heute. Dann können wir im nächsten Part nämlich den nächsten Bereich starten. Die Unterwasserwelt von Daxodos. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Wird es so eine richtig nervige Unterwasserwelt oder eine, die nicht so nervt? Denn gute Unterwasserwelten würden mir jetzt auf die Schnelle keine einfallen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.